ihr dachtet also, ihr könnt ins Lehrerzimmer einmarschieren und eure verkackten Klausuren auslöschen. Tja, ich merke schon, eure Militärstrategie ist mangelhaft. Und deshalb ist unser heutiges Nachsitzthema die einzige Institution, die noch größere Materialprobleme hat als diese Schule. Die Deutsche Bahn. Die Bundeswehr. Also, das Jahr 1955. Die Welt teilt sich in zwei Hälften. Und ich rede jetzt nicht von Beatles gegen Stones, weil die Beatles waren einfach für uns alle. Okay, die Welt teilt sich in Ost und West. Und unter dem Eindruck dieses Kalten Krieges erhält die Bundesrepublik Deutschland 10 Jahre nach Weltkriegsende eine neue Armee. Und die beginnt mit der Ernennung von 101 freiwilligen Soldaten. Ja, das ist erstmal wenig, aber die werden zumindest 1A rausgeputzt. Der Arbeitsanzug für Heer und Luftwaffe. Eine zweiteilige Kombination aus leichtem Baumwollstoff. Schicke Outfits hin oder her. Bald stellt sich heraus, so viele Leute gibt's gar nicht, die in Nachkriegsdeutschland Lust auf Dienst an der Waffe haben. Und deshalb heißt es für junge Männer in der BRD schon 1956: Du musst zur Bundeswehr. Die Bundeswehr, so heißt die Truppe jetzt, führt die Wehrpflicht ein. Sowas könnt ihr Flachpfeifen euch gar nicht mehr vorstellen. Jeder junge Mann musste eine ultimative Mobbingprozedur namens Musterung durchlaufen. Nackt ausziehen, in einen Becher pinkeln und dann der EKG, der Eierkontrollgriff. 2 Finger an die Kronjuwelen und dann Husten. Und wer das geschafft hatte, der durfte bis zu 18 Monate in eine gammelige Kaserne umziehen und da Hundefutter mampfen und, naja, zwischendurch auf Stube für den Verteidigungsfall trainieren. Genug Personal hatte die Armee jetzt. Dafür gab's bei der Ausrüstung Probleme. Unter Franz Josef Strauß, das ist der Mann hier an der Kinderzimmerwand von Markus Söder, macht die Bundeswehr Schlagzeilen mit dubiosen Deals rund um schrottige Starfighter-Flugzeuge. Aber es ist eigentlich auch egal, denn richtig zu tun kriegt die Bundeswehr eh erst Ende der 90er Jahre bei ihrem ersten militärischen Auslandseinsatz im Kosovo. Angeordnet wird dieser Einsatz von Gerhard Schröder. Ihr kennt den von Instagram. Ja, stimmt. Der Typ, der immer macht, was ihm seine Insta-Frau sagt. Oder das, was Putin ihm sagt. Jedenfalls, danach sieht's in Europa echt nicht mehr nach Krieg aus. Und so dürfen ab 2001 sogar Frauen zum Bund. Die Männer denken halt, ach, den Bums, den haben wir ja nur, um ab und zu einen Zapfenstreich zu blasen. Ich war noch die Wand in New York. Ich war noch die Wand. Den sollten wir mal zum ESC schicken. Egal. 2011 wandelt Karl Theodor zu Gutenberg die Bundeswehr als Sparmaßnahme in eine Freiwilligenarmee um. Eventuell ein Fehler, wenn man die Bewerber anschaut. Fernglas weg, erst zuhören, ja, ich höre dann selber gucken. Ja, ja. Verfügungsraum, Umschlaggruppe 2, NVG, EVG. Verstanden? Verstanden. Kein Wort. Kann ich mal die Waffe haben? Nein. Die Bundeswehr verliert zwar Mitglieder, aber nicht an Skandalpotenzial. Zum Beispiel taucht in unschöner Regelmäßigkeit Personal auf, das, naja, in seiner Weltanschauung mehr Rechtsdrall hat als ein kaputtes G36-Gewehr. Und apropos, zu den Nazi-Skandalen kommen mal wieder Materialprobleme. Die Bundeswehr ist sowas, ja, wie die Ludolfs unter den Armeen. Die hantiert mit Schrott. Also ich habe in meinem Rucksack noch ein paar Pausenbrote vom letzten Schuljahr. Die kann ich der Bundeswehr als Biowaffe spenden. Ja. Als NATO-Mitglied hat Deutschland eigentlich zugesagt, 2% seiner Wirtschaftsleistung in Rüstung zu investieren. Aber ey, egal, wir sollen uns schon gefährlich werden. Sie haben mich zum Lachen gebracht. Mit Putins Ukraine-Invasion ändert sich alles. Unser Kanzler, Olaf, ich bin wie Merkel, nur mit Glatze Scholz, verkündet eine Zeitenwende und haut 100 Milliarden Euro Sondervermögen raus. Problem,
Es gibt null Plan, wie man das Geld sinnvoll einsetzen kann. Und so stehen wir heute mit einer Armee da, bei der die Ausrüstung genauso ramponiert ist wie das Image. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Wertschätzung, dass man auch auf der Straße einfach mal angesprochen wird, Tag Soldat, danke für Ihren Dienst, das würde mein Herz schon erwärmen. Bla bla, Herz erwärmen. Viel wichtiger ist doch für unsere Truppe, wie hat das diese berühmte Militärstrategin gesagt? Dass sie eine Regierung haben, die ihnen mehr gibt als nur sonntags warme Worte. Und was wir jetzt wirklich brauchen, sind Freiwillige, die uns im Fall der Fälle heldenhaft verteidigen. Aber naja, wer sollte das sein? Gut, ihr Lieben, das sollte mal reichen. Bitte unterschreibt doch auf den Zetteln vor euch noch, dass ihr hier wart und dann dürft ihr abhauen. Vertrag für den Eintritt in die Bundeswehr. Was? Da habe ich ganz eventuell in das falsche Fach gegriffen, nicht? Einfach unterschreiben. Okay, tschüss. Schönes Leben noch, aber beschwert euch nicht bei mir, wenn der Russe vor der Tür steht oder der Nordkoreaner oder der Niederländer. Das ist eine sehr unterschätzte Gefahr, ihr undankbaren Vaterlandsverräter! So, apropos Freiwilligkeit. Hier sind noch ein paar sehr gute Filme, die ihr euch angucken könnt. Und das ist ein Befehl. Ein freiwilliger Befehl. Das ist eine befohlene Freiwilligkeit. Das ist egal. Schaut es euch einfach an. Hier. Jetzt.